Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Duscharmatur richtig einstellt und somit auch die Temperatur am Thermostat regeln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Vorgang funktioniert eigentlich bei fast jedem Hersteller relativ ähnlich und in meinem Fall mache ich zuerst einmal hier unten diese Verschraubung ab. Du kannst natürlich dann auch anschließend eigentlich die Temperatur direkt am Duschkopf messen, doch im Video kann man es so auf jeden Fall leichter erkennen. Danach schalte ich mal das Ganze auch schon ein, dass hier Wasser rausläuft. Und jetzt kommt es einfach darauf an, dass wir warten müssen, bis die Temperatur wirklich gleichmäßig ist, also sich nicht mehr verändert. Und wir sollten einmal auf der rechten Seite auf jeden Fall die 40 Grad einstellen. Bei mir schaut es schon relativ gut aus, weswegen ich das Wasser einfach mal wieder zumachen kann. Und ich kann dir auf jeden Fall den Tipp geben, dass du auch darauf achten solltest, dass gleichzeitig nicht zum Beispiel der Geschirrspüler laufen sollte, da das Ganze natürlich das Ergebnis mit den 40 Grad auf jeden Fall verfälschen kann. Als nächstes müssen wir mal unseren Griff herunternehmen, sodass sich dieser auf gar keinen Fall mehr dreht, da jetzt natürlich die perfekte Temperatur eingestellt ist. Und je nach Modell muss man das Ganze jetzt einfach rechts rüber runterschieben, dann kann man es im Notfall auch mit einem Buttermesser hier vorne ganz leicht aufheben, dass man natürlich auch nichts verkratzt. Aber bei Modellen wie zum Beispiel von Hansgrohe oder Grohe hat man meistens hier außen noch so einen kleinen Stopfen, den man entweder mit den Fingernägeln oder mit so einem kleinen flachen Schraubendreher einmal entfernen kann. Und danach benötigt man einfach noch einen passenden Imbusschlüssel, denn da drinnen ist meistens dann auch eine Imbusschraube, welche ich jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn noch ganz lösen, das sollte auch schon passen und der Deckel kommt von alleine runter. Im nächsten Schritt geht es laut Bedienungsanleitung darum, dass diese kleine Einkerbung von der Plastikkappe auch wirklich schön waagrecht sitzt. In meinem Fall passt das eigentlich eh schon. Wenn es bei dir nicht so ausschaut, dann am besten einfach runternehmen, dementsprechend ausrichten und wieder drauf geben. Danach können wir nämlich auch schon unseren Griff wieder zur Hand nehmen und jetzt geht es darum, dass wir natürlich nichts mehr verdrehen und die Einkerbung muss direkt auf unsere Ziffer, also auf unsere 40 Grad zeigen. Bei mir sollte es so auf jeden Fall passen, weswegen ich danach auch schon meinen Imbusschlüssel mal wieder zur Hand nehmen kann und das Ganze im Uhrzeigersinn schon fest drehe. Zum Schluss muss ich nochmal meinen kleinen Stopfen zur Hand nehmen, diesen hier außen wieder richtig reingeben. Das ist wirklich meistens eine Fummelarbeit und somit haben wir dann auch schon die Temperatur bei unserer Duscharmatur richtig eingestellt. Falls du dir für zu Hause so ein Thermometer, eine Armaturenzange, ein neues Thermostat, weil dieses vielleicht kaputt ist oder auch gleich eine neue Armatur zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.